Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Portal Knickt. Das ist die Luzi. Hallo. Und ich bin der Kumpel und wir spielen Portal Knights natürlich. Und du hast einen Tintenfisch auf dem Schoß. Ja. Und ich muss noch meinen Einkaufszettel machen. Ja, und wir haben hier ein bisschen auch offscreen gearbeitet. Also hier habe ich nur zugemacht, weil das Loch mich genervt hat. Ja. Da seht ihr, warum mich das Loch genervt hat. Die Gitter sind noch da. Und ich habe die Bank, die mich da vorne genervt hat, umgestellt. Und dann habe ich sensationelle Art und Weise, man kann es kaum glauben, mein Inventar aufgeräumt. Guckt euch das an. Ja. Was ein Traum. Und was haben wir noch gedödelt? Wir haben noch aufgewertet, den Skizziertisch und den Altar. Und wir brauchen jetzt nämlich noch Gold für das Amboss. Brauchen wir insgesamt 18 Gold, müssen wir abbauen. Und wir brauchen noch 4 Gold für hier, für den Alchemietisch aufzuwerten. Den Schmelzofen können wir aktuell noch nicht aufwerten, weil wir diesen himmlischen Block, wie heißt der, warte? Diesen himmlischen Steinblock noch nicht kennen. Den haben wir noch nicht gefunden. Genau. Und in der letzten Welt, die wir erobert hatten, nach dem Drachenboss, gab es ja Gold. Genau. Und ich habe mal ein bisschen weiter hier mit meiner Teppichverlegung weitergemacht. Genau. Und hier habe ich auch aufgeräumt. Ja, stimmt. Der ist da durchgegangen wie so ein Berserker. Ja, es ist also nicht zu Ende gekommen. Die Madame wurde ungeduldig. So. Mhm. Ich habe Erfahrungspopel gekriegt. Ja, da war der. Ich habe dem orangenen Schleim den Gar ausgemacht. Und der Luzi hat die Piratenfahne aufgehängt. Ja. Und die hängt jetzt über dem Schelten. So, sollen wir dann das mit dem Gold mal noch gerade erst erledigen, bevor wir irgendwie weiterreisen? Ja, mach du mal. Wir sind ja jetzt reisebereit. Ja, mach du mal. Aber auch eine Sonderquest. Eine Araktula-Invasion. Araktula lässt mich irgendwie Spinnen vermuten. Das sind Spinnen, ja. Das sind die Spinnen. Mal gucken, was da los ist, bevor wir das Gold holen. Wir warpen nach Hinterdorf und ich warpe in deinem Hintern nach Hinterdorf. Ja, habe ich gesehen, ja. Oh Mann. Hinterndorf. Kann ja passieren. Da ist alles im Arsch. So, besiege 5 gestreifte Araktulas, besiege 10 Baby-Araktulas, besiege 5 Bambus-Araktulas. Auf geht sie, auf sie mit Gebrüll. Hier ist schon was. Los. Tschu! Aha. Jawohl, hau, los, nicht zu. Los, drauf. Komm, du gestreifte. Ja, ich hau doch drauf. Nee, ich red mit der Spinne. So. Das ist ja. Die Bambus-Araktula. Wenn man das mal beschreibt, greifen sie auch überhaupt an? Ja, schon. Aber sie sind jetzt, glaube ich, die sind mehr in der Masse gefährlich als allein. Naja, aber gibt wieder EP. So ist das. Ah doch, ein bisschen Schaden kann sie doch machen, habe ich gesehen. Ja, aber ich kriege auch ja Herzen von ihnen zurück, wenn sie sterben. So. So, ich habe noch Baby-Araktulas müssen wir irgendwie finden. Was ist das da vorne? Oh. Ein Aquarien-Papagei, ja. Okay. Hm. Da oben sind keine Araktulien. Vorsicht, das ist ein Loch. Wo? Da, du bist beinahe reingefallen. Wird es jetzt hier gerade Nacht? Sollte man nicht schlafen? Es ist die ganze Zeit schon Nacht. Wieso sind hier keine? Huch, das ist auch ein Loch. Oh, guck mal, hier ist ein Friedhof. Ja, den kennen wir ich doch. Ich hab Bambus gefunden, da hinten, das ist. Wir brauchen aber gestreifte. Da ist ein Baby. Die sind hier, die kommen aus dem Boden gepopst. Ich hab mich hier irgendwie verheddert. Kannst du mal bitte helfen? Nein, du, ich bin ins Loch gefallen, ich war nicht rausgekommen, tut mir leid. Jetzt bin ich da. Das ist aber nett. Tut mir leid. Dass du's ist aber nett, dass du es einrichten konntest. Du, das ist gemein. Schön, dass ich's. Ja, jetzt fehlen nur noch Baby-Araktulas. Ja, mehr Herzen geben wäre schön. Tun sie aber nicht. Ich könnte ja was kurz mal zwischen. Ja, ich nehme mal kurz eine Zwischenmahlzeit. Ja. Ich hänge auch im Loch. Wo bist du denn jetzt hin? Suche Baby-Araktulas. Nur die Welt ist so klein und dadurch, dass wir halt da diesen blauen Stein aufgestellt haben. Ah, hier sind welche. Ach so, wir haben hier ein Schutzschild stehen. Wie schön. Aha. Ein kleines Gerumsel. Ja, aber sieht gut aus. Spinnig oder gewinnig?
Immer drauf. Auf die Mops. Ich kann deine Mopse sehen. Ups. Ich habe daneben gekämpft, weil er eine Stufe unter mir stand. Das ist ja mal. So, jetzt brauchen wir noch 8 Baby-Araktulas. Da liegt Geld. Hab ich schon genommen. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe eine Wüstenfrucht als Kampfmittel der Wahl. Ja, mach du mal den Papagei. Ich warte darauf, dass ich noch eine Wüstenfrucht essen kann. Jetzt hast du ein Ei. Das kannst du essen. Dann wirst du wieder gesund. Oi, oi, oi. Mir fehlt aber aktuell nur ein halbes Herzchen. Jetzt müssen wir warten, bis die wieder respawnen, wa? Sind sonst keine mehr da. Ja. Das mag sein. Ich nehme mal die Wurfaxt. Die teste ich gleich mal als erste Angriffswaffe. Dann ist sie, glaube ich, auch weg. Ich glaube, das ist ein Verbrauch. Du machst eine Grabräuberei. Oh, ich bin auch ins Grab gefallen. Ja, manchmal ist da was und manchmal nicht. Ja, aber wir hatten, glaube ich, die Gräber hier schon untersucht. Stimmt, aber warum sind die denn wieder gefüllt? Sind sie? Nee, also... Ah, du hast recht, hier haben wir schon gewütet. Wir haben schon den Friedhof geplündert, so wie es aussieht. Ja. Ich habe einen Aquarien-Papagei entdeckt bei meiner Rundtour. Aber es ist irgendwie... Bisschen dünn hier auf der Insel. Ja, das liegt in unserem Sollen wir das mal abbauen und mitnehmen, oder? Nö, das erspart uns die schwarzen. Nee, du hast das nämlich ja extra... Also nicht die farbigen, sondern die dunklen Typen da, die... Weil das hatten wir extra bei dem Portal hingestellt. Ja, ist doch alles gut. Wir werden schon irgendwo noch Arachnoiden finden. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Seide mit in der Zeit, bis sie wieder da sind. Kann ich immer für meine Klamotten gebrauchen. Man weiß halt nicht, wann sie wiederkommen. Da, ich habe einen Tintenfisch gefunden. Yeah! Stullo! Oh, da ist was. Na, guck mal, Marienpapagei, super. Vielleicht sollten wir nochmal die Welt verlassen und wiederkommen. Die müssen doch gleich, wird doch hier wieder was kommen. Naja, ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal, ob ich hier im Turm was finde. Ich rede mal mit Alma, der Wächterin. Was ist euer Begehren? Vergiss nicht, Tränke einzupacken, wenn du auf abenteuerliche Reisen gehst. So versteht man dich aber schlecht, ey. Ich hab dir auch nicht gut verstanden. Oh, hier unten habe ich was gefunden. Das ist kein Arachnoid, aber ich kann meine Wurfaxt benutzen. Okay. Na dann, gefallener Krieger. Ja, komm schon, stirb. Wie, was machst du denn mit ihm? Ich vertreibe mir die Zeit, bis die Spinnen kommen. Und jetzt kommt noch ein Bombengucker. Bumm, natürlich, klar. Und der andere gefallene Krieger, der wird gleich ein richtig, also ein liegen gebliebener Krieger bleiben. Also der fällt auch und der bleibt dann liegen. Stufenaufstieg. Hat sich gelohnt, in den Keller zu gehen. Oh. Ja. Oh. Ich habe Talentpunkte. Ich tue jetzt nochmal die Ausdauer massiv erhöhen. So. Na, noch ein Herz mehr. Das ist ja positiv. Hallo, wer ist denn hier? Oh, hier unten ist ja ein Portal. Du hast ein Portal entdeckt? Ja, das ist aber von uns schon, das leuchtet schon. Ach so. Ich habe mich noch nicht erinnert, dass hier im Keller ein Portal steht. Und sonst ist hier nicht viel, ne? Das ist ein ziemlich doofer Keller, an für sich. Oh, da ist noch was. Hallo? 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 Ja, bumst mich doch an. Nein, macht der nicht. Doch, hat er. Hat er? Ja, der auch. Hier ist saudunkel. Ich möchte sagen, hier ist dunkel wie im Bären. So, ich habe mich jetzt trotzdem mal kurz hingelegt, damit Tag wird. Das ist zwar nicht wirklich heller, aber... Ach, guck mal, da ist noch ein gefallener Krieger inhaftiert. Ja, komm, kleiner Mann. Ja, dann komm halt ich. Dann machen wir halt ein Zellengerangel. Ah, die Spinnen sind wieder da. Ich mach's gerade zu Ende. Menno! Was? Menno, ich war hier unten nur zum Zeitvertreiben. So. Ja, komm. Aua. Ja, tot. Jetzt sind wir fertig hier. Verdick? Ja, jetzt können wir zu unserer Goldinsel. Ich tue gerade noch einen Aquamarinen-Papagei verbuddeln, ja. Weil ich es kann. War das Phileas Torheit oder war das die große Narbe, wo es Gold war? Weiß nicht, wo das kann Gold ist. Kann ich ja gucken. Golderz war Phileas Torheit. Was gab es auf dem anderen? Weiß ich nicht. Obsidian. Nee, dann müssen wir okay auf Phileas Torheit, wenn du soweit bist. Ich stehe doch neben dir. Gut, dann geht's los. Gold, wir kommen. Juhu.
Bobs. Und unsere Viecher bleiben immer zurück. Die kommen nie mit, aber sind trotzdem da. That is very mysterious. Ich habe schlechte Nachrichten. Jetzt geht's. Was? Nichts, ich dachte, das Spiel hätte sich aufgehängt. Oh nein, oh nein. Oh, ich muss mir gleich Schleifsteine machen. Ist das hier hässlich? Hatten wir schon mal, ne? Ja, wussten wir doch. Die sind ja hier alle nicht so nett. Hier ist hässlich. Die sind ja hier nicht so gastfreundlich. Mal da runter gucken. Mhm. Du brauchst ja nur Gold, ja, ne? Ja, genau. Ich brauche nur Gold. Nur Gold? Ah, das ist was kleines Grünes, was mich angreift. Wieder. Ach, das. Ach so, es ist ja Nacht, deshalb laufen mir diese Geisterwesen rum. Ich habe leider F5 an, ich weiß nicht mal, ob ich beschädigt bin oder nicht. Ich sehe es auch nicht. Vorsicht, da steht noch einer, geh nicht so. Ja, ich habe es gesehen, ich mache jetzt erstmal F5. Okay, ich sollte vielleicht gleich meinen Halt dran. Der teilt sich irgendwie oder so. Oh, der hat aber viele Herzen verprattelt. Das sind Schattenritter des Nebels. Okay. Ja gut, von denen haben wir ja auch noch nicht viele. Oh, da ist noch ein Golem. Eieieiei. Okay, das war gut, dass ich gerade einen Halt dran genommen hatte. Tut sich hier überhaupt irgendwas? Der lebt ja immer noch, der Sausack. Das ist der zweite oder dritte ja, schon. Ja, daneben. Bist du noch fresh? Jetzt aber, oder? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt gibt er mir keine Herzen mehr, wo ich sie nochmal brauchen könnte. Der Arsch. So, komm. So, hier ist auch noch Gold. Was hast du denn da? Ich arbeite mit. Ich sehe das. Dass du da mitarbeitest. Ich beeile mich ja schon. Nee, ich habe nur einen Tag gemacht, damit zumindest die Fratzepatten, die Pappen einmal die einen weg sind. Okay. Alter. Wenn du Hilfe brauchst, musst du mir das sagen. Ich bin hier am Abbauen. Nö, ich spiele hier aktuell nur. Bei mir dauert der Stufenaufstieg auch noch ein bisschen. Okay, ich gehe mal weg hier. Oh, da gehe ich nicht hin. Ich muss warten, bis die Tränke wirken. Okay. Hallo, Tränke, bitte ein Trank. So, die Musik ist so melodramatisch hier, ne? Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Mir gerade so. Oh, Alter, was du für einen Schlag austeilst. Na gut. Ey, Alter, reiß dich mal zusammen hier. Ich bin trotzdem schneller als du. Wo soll ich hin? Dürfte schon bald genug haben. Ich muss mal gerade was essen jetzt. Ich mach's mal übers Essen. Ja, frühstücke mal. Lass dich mal nicht aufhalten. Ja. Ich knubbel mal was. Okay, so. Dann kann ich wenigstens gleich... Oh je, ich muss aber dann noch meinen Finken vor leider Heiltränke machen. Ja, kein Problem. Die Möhren sind auch erntereif. Ja, ich hoffe es. Ja, ja. Waren sie die waren eben noch nicht. Okay, nee, noch bis dahin richtig. Müssten die fertig sein. Ich habe ein bisschen Gold gefunden. Ja. Tschüss, Gold. Ich habe 2 Goldsplitter geholt. Oh, aua. Das sind die Kerle da oben, die haben mich auch schon verprügelt. Attention, please. Die bringen mich ja um. Ich muss gehen. Ja, die sind... Ich schaff das nicht alleine. Ja, ich hab die auch nicht alleine geschafft. Also einen ja, aber nicht alle. So, der eine ist jetzt kaputt. Jetzt. Sehr gut. Ja, Teamplay ist doch besser. So, weil mit hier, dem waren wir ja schon fertig. Okay. So. Hast noch mehr Gold? Ey, ich will dich. Lodernder Bernstein gibt's auch noch hier. Der lodernde Bernd. Ja, der lodernde Bernd. Bernstein. Oha. Ich wäre fast in ein Lavabecken gesprungen. Das ist schlecht. Das schwimmt sich so schlecht. Keine Ahnung, ob man da drin stirbt. Musst du ja nicht unbedingt ausprobieren. Ja, der gesunde Menschenverstand sagt, das Springen in Lavabecken ist unintelligent. Ich habe jetzt zumindest schon mal 10 Golderz gefarmt. Ich habe
Auch schon. Ich habe schon. Hm? Ich habe Schmocks gefunden. Ich gehe wieder. Was war denn das hier nochmal? Ach, das waren Obsidian-Blöcke. Da, wenn ich schon hier bin, setze ich da mal den großen Bohrer drauf an. Ich weiß ja nicht, wofür man überall noch Obsidian braucht, aber da hat er sich beschwert, ja, dass du 85 brauchst. Nee, das brauchst, ist ja dieser komische himmlische Block da, den wir noch nicht kennen. Ach so. Ja. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Bei mir ist gerade der Sound gestorben. Echt? Ja, ja. Schade. Dann, ja, sehr schade. Sollen wir nach Finkenfort zurückkehren, um einen Reboot durchzuführen? Ja, ich fräse mich jetzt gerade nochmal durch. Mhm. Also ich würde gern schon auf eine Folge kommen, bevor ich jetzt abbreche die Aufnahme, aber ich muss ja neu starten. Ja. Und Fraps würde dich ja nicht mehr aufnehmen dann. Nee. In der Zeit. Also insofern ärgere ich mich gerade ein bisschen drüber, dass ich jetzt doch aus Bequemlichkeit Fraps und nicht OBS genommen habe. Mhm. Aber dieses Vorrendern wollte ich mir heute halt sparen. Ja, ja. Und das rächt sich jetzt schon wieder. Ja. Nee, ich würde dann in der Zeit gerade. Wir hatten den Bug aber auch mit der OBS-Aufnahme nicht. Nee, ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die hatten. Dann werde ich nach dem nachdem wir die Folge beendet haben, werde ich dann mit OBS weiter aufnehmen. Gold habe ich genug, dann kann ich in der Zeit die Sachen aufwerten. Ja, ja, ja. Ich habe 14 Gold. Ich habe 30, das ist schon mal gut, weil du brauchst pro Barren 3 Stück. Barren. Wenn du magst, Was macht eigentlich der Baum hier? Lass mich das mal gerade noch ausprobieren. Die sind so ja, riesig. Die habe ich auch mitgenommen, aber sie sind leider nicht so gut. Okay, sie geben. Ach, das sind die. Die geben lodernden Bernstein ab. Okay. Weiß ich nicht, ob man den für irgendwas braucht, aber ich glaube, davon haben wir schon was eingelagert. Ne? Ja. Ich will die noch pflanzen, bevor ich weggehe wieder. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, ehrlich gesagt. Ich bin da manchmal so ein bisschen lodernde Schillesetzling, muss ich noch loswerden. Flammende Palmensetzling muss ich loswerden, weil die wachsen bei uns ja nicht. Nee. Da macht man sich ja nichts vor. Das finde ich so ein bisschen schade, dass man sich die Sachen nicht irgendwie auf einer zentralen Welt zusammenfarmen kann. Dass man sich so einen schönen bunten Garten da aufbaut. Finde ich so ein bisschen schade. Naja, vielleicht geht das schon auf dieser abgegrenzten Welt, wo man so friedlich leben kann. Wollen wir zurück? Ja. Das weiß ich allerdings nicht. Ob das geht. Kann ich dir nicht sagen. Ich könnte mit Fraps zusammenhängen, so, ja. Wir gehen jetzt nach Finken vor und du regelst das alles und ich mache in der Zeit hier meine Goldbarren. Ich bin der Regler. Der Regler. Der Regler. You are the Regler. Ja gut, ich tue mich hier durch den Tunnel teleportieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Besucht uns auch mal bei Patreon, da könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag unterstützen oder aber über YouTube Gaming und die Mitgliedschaft auf unserem Kanal. Genauso könnt ihr aber uns auf Twitter und Facebook verfolgen, wenn ihr das möchtet. Und natürlich auch auf Blended Minecraft, was natürlich jetzt hier für Portal Knights eher unspezifisch ist, möchte ich sagen. Weiß nicht, ob unspezifisch das richtige Wort ist. Das war's. Jedenfalls, ja. Wir sind raus, die Luzi und nicht der Klaus. Tschüss. Tschüssi.